Hallo ihr Lieben und willkommen zum Türchen Nummer 11. Und ich zeige euch erstmal, heute habe ich Ruhe und Kraft. Ja, ich glaube, ich kann das auch echt ganz gut gebrauchen. Ich fühle mich ein bisschen angeschlagen. Ja. Okay, und das Türchen Nummer 11 auf dem IKEA-Adventskalender befindet sich heute hier. Und hier unten in der Ecke haben wir ja noch nicht so wirklich geguckt. Da schaue ich gerade mal. Okay, also da vorne sägen sie das Holz aus, da wird es geschnitzt, da wird es angemalt. Ach, der bringt das Holz und der macht dann das letzte Finish sozusagen, wahrscheinlich den Klarlack drüber oder so. Genau. So, jetzt hätte ich beinahe die 17 aufgemacht. So, und hier haben wir heute anscheinend eine Geschichte drin. Oh, und so ein Schokoriegel mit solchen Stückchen drin. Ja, ist eine normale Vollmilchschokolade mit. Ich kann jetzt gar nicht sagen, woraus diese Crispy-Dinger gemacht sind. Sind aber auf jeden Fall sehr crunchy. Okay, und dann gucken wir mal. Liebe geht durch den Magen, heißt es. Und weil Weihnachten das Fest der Liebe ist, darf an Heiligabend auch ordentlich geschlemmt werden. Mit ihrem Juleboard zeigen die Schweden, wie sehr sie ihre Gäste wertschätzen und welche große Bedeutung die Weihnachtszeit für sie hat. Denn das traditionelle Weihnachtsbuffet fällt in jeder Hinsicht großartig aus. Zu seinen klassischen Zutaten gehören, grob zusammengefasst, viele Gäste, viele Gänge und viel Zeit. Den Auftakt bildet meist ein Fischgang mit Räucherlachs, sauer eingelegtem Hering oder Lutefisk, einen Lauge gewässerter Trockenfisch. Es folgt der Hauptgang mit warmen Speisen, wie den beliebten schwedischen Köttbullar mit Soße, Kartoffelgratin mit Sardellen, Janssons Frestelse und dem Julschinken, Julskinka. Zum Schluss, kein Schmaus ohne Süßes aus, gibt's Leckereien der lieblichen Art, wie Eiskonfekt, Milchreis oder feines Gebäck. Für ein skandinavisches Weihnachtsessen muss man allerdings nicht unbedingt nach Schweden reisen. Alles für ein leckeres Juleboard gibt es natürlich auch bei IKEA. Ja. So, und ich fühle wieder als erstes, und hier ist heute irgendetwas drin, was in einer Schachtel verpackt ist. Ja, das kann ja so ziemlich alles sein. Keine Ahnung, was es ist. Ich nehme aber an, dass da Papier oder irgendwas drin ist, weil es fühlt sich auf jeden Fall so an. Ja, und das hier kann ich auch echt so ziemlich unmöglich fühlen. Vielleicht ist eine Kerze irgendwie drin oder so. Ich habe echt keine Ahnung. Ich bin auch gespannt, ob die Verpackung selbst gemacht ist oder ob es was komplett gekauftes ist, weil hier scheint irgendwie ein Fenster zu sein, dass man reingucken kann. Ja, ich packe aber zuerst das von Manuela aus. Sind noch Buntstifte oder so. Ach nee, viel cooler. Guckt mal. Von Gorsches. Und das mache ich direkt auch gleich mal auf. Cool. Ja, und hier ist so wie ein Block mit 3D-Teilen anscheinend. Also hier vorne, das kann man so als 3D-Teil benutzen und dann könnte man daraus vielleicht so eine Karte machen. Und hier sind dann wieder
ein anderes Modell. Ah ja, hier draußen steht es auch drauf, welche Teile hier drin sind. Aber ich zeige es euch einmal kurz im Reel. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Action-Block oder so, den man jeden Tag sieht, obwohl man die Motive von Gorgeous ja theoretisch dann auch schon kennt. So, ich glaube auch, das war das letzte. Nee, hier kommt noch eins. Ja, das. Und das ist natürlich ja mega cool. Vielen Dank dafür. Das wird sehr in Ehren gehalten. Aber ich werde es verwenden. Wie gesagt, ich habe es mir vorgenommen, alle Sachen irgendwie zu benutzen, auch wenn ich sie noch so schön finde und es mir schwerfällt, sie zu benutzen. Ich werde alle Sachen benutzen, weil es ist noch viel, viel schlimmer, wenn sie hier einfach nur rumliegen und kein Mensch benutzt es. Dafür sind die Sachen auch nicht gemacht. So, dann haben wir hier erstmal ein schönes Schleifchen. Das mache ich ab. Schaue ich mal, hat sie hier einen Doppelknoten reingemacht? Ja, hat sie. Probiere einmal, ob ich es aufkriege und wenn nicht, dann ein bisschen zu packen kriege hier. Nee. Okay, ich schneide es einfach auf, weil das dauert mir sonst zu lange. Ich habe ja gesagt, ich möchte diese Videos hier immer sehr kurz halten. Da ihr ja jeden Tag das andere Video noch bekommt. So, machen wir es ein bisschen spannend. Und was kommt denn da zutage? Das ist, würde ich sagen, was ist das? Ist das ein Kleber? 100% natürlich Duft. Hier sind irgendwie mehrere Sachen drin. Nee, wartet mal, was ist das denn? Ach, das sind hier so Shampoo-Sachen und sowas, oder? Und anscheinend sind da einfach mehrere in einer Packung. Ach, guck mal, das ist ja eine coole Idee. Da hat man drei verschiedene Duschgel, noch ein Duschgel und noch ein Duschgel. Drei Duschgels. Und eins ist hier mit Mangoduft, eins ist mit Vanille-Himbeere und eins ist hier mit Zitrone und Teebaum. Und Teebaum ist sehr reinigend, Leute. Ja, und da hat man hier drei so eine Dinger drin. Das finde ich ja echt eine coole Idee. Klasse, die packe ich jetzt erstmal wieder zurück. Ja, witzig, habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Und die Packung ist auch cool zum Nachmachen. Guckt mal. Ich glaube, die werde ich mal auseinanderfriemeln, ganz vorsichtig. Und werde mal gucken, ob ich die nachgebaut kriege. Also kriege ich bestimmt. Weil da kann man auch immer echt so, das sind ja drei Fenster auf jeder Seite. Hast du ein Fenster sozusagen und eine geschlossene Seite. Die kann man cool dekorieren und man sieht trotzdem von allen Seiten, was drin ist. Für so ein Teelichtding oder so könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Coole Verpackung, mit der werde ich mir was einfallen lassen. Wahrscheinlich werde ich für mich mir da eine Plotter-Datei draus machen. Und aus der Plotter-Datei werde ich dann gucken, dass ich da ein richtiges Teil draus mache. Aber das werde ich, glaube ich, erst zwischen Weihnachten und Neujahr oder erst im neuen Jahr machen sogar, weil ja im Moment ist noch genug anderes auf dem Plan. Aber das kommt auf jeden Fall, dazu kommt noch was. Okay, ihr Lieben. Ja, das war's schon. Jetzt habe ich das aus dem Bett geschoben. Mit meinem Adventskalender heute. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Freude und sag tschüss. Bis zum nächsten Mal.